Ich habe gemerkt, dass Sie sich als Naturwissenschaftler, allerdings auch als Philosoph, sehr mit dieser Finanzkrise und dem Betrug und der Umverteilung beschäftigt haben und habe dann ein Buch gefunden, wo Sie so eine Art Geleitwort aus einer Sendung, ein Zitat des Buches von zwei jungen Wirtschaftswissenschaftlern geschrieben, heißt der größte Raubzug der Geschichte, warum die Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Mhm. Und da war ich überrascht, dass Sie eine Art Vorwort drin haben und da schreiben Sie: Ich halte große Teile der internationalen Finanzwelt für verbrecherisch. Ja, haben Sie gesagt. Ja. Beschäftigen Sie sich Kein damit Applaus, als unglaublich. Einige wenige bereichern sich auf Kosten der Allgemeinheit. Ja? Mhm. Und beschäftigen Sie sich mit diesen Themen als privater Mann Harald Lesch oder als Herr Professor Philosophen Lesch? Also da gibt es verschiedene Sachen. Das eine ist natürlich als Physiker, man rechnet Dinge aus. Also wie zum Beispiel die Handelszeit zwischen diesen beiden Börsen. Da kommt man dann so drauf, Mensch, mal diese beiden Börsen, also New York und London, die handeln mit einem Drittel Lichtgeschwindigkeit. Ja. Also mit 102.000 Kilometer pro Sekunde. Ja. Da denkt man im ersten Moment, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, bei uns stehen jeden Abend im öffentlich-rechtlichen wie auch im privaten Fernsehanstalten irgendwelche Leute mit so einer Gurke in der Hand und sprechen darüber, wer psychologische Auswirkungen auf den Anleger soll er anlegen oder nicht, aber da spricht man praktisch nur über das Mäuschen in der Börsenküche. Der Elefant ist dieses Flash-Trading, wo unglaubliche Mengen von Geld gehandelt werden in 0, nix. Das ist natürlich erstmal technisch interessant, philosophisch insofern interessant, als wir uns in eine Welt hineinbegeben, für die wir überhaupt keine Kontrollmechanismen mehr haben. Also meine, selbst Schumacher, gut, der hat jetzt in dieser Saison sowieso nicht so die, aber ich meine, 102.000 Kilometer pro Sekunde, das ist Wahnsinn, das ist der absolute Überwahnsinn, mit der gehandelt wird. Und da muss man sich natürlich auch als Philosoph fragen, muss man eine Gesellschaft nicht wesentlich stärker warnen davor, solche Bereiche wie die Finanzwelt einfach so laufen zu lassen? Und deswegen ist das natürlich auf der einen Seite technologisch und physikalisch ein interessantes Problem, auf der anderen Seite natürlich auch philosophisch, im Grunde genommen natürlich auch soziologisch, weil es geht um Gier. Ja. Und das würde man zum Beispiel, wenn man Börsenhändlern dieses Gesöff geben würde, bin ich sicher, hätten wir viel ruhigere Zustände. Glauben Sie, Sie retten und retten und retten, glauben Sie, dass es zu spät ist? Glauben Sie, dass die Politik noch, wäre das überhaupt für Sie in Frage? Ich habe ja gerade erklärt, den Unterschied Naturwissenschaftler, Wissenschaftler, Politiker. Käme das für Sie in Frage, mit dem, wie Sie denken, Politik zu machen in der Zeit danach, nach dem großen Crash? Also ich glaube, dass man für Politik eine ziemlich gute Konstitution haben muss, um das durchzuhalten. Es ist ja schon mal erstaunlich, dass alle möglichen Krisen immer morgens um 4 oder nachts um 3 oder sonst irgendwie gelöst werden. Es ist ja nicht so, dass die Leute sich morgens mal richtig treffen, gut gefrühstückt haben und dann so einen ganzen Tag in Ruhe vor sich hinarbeiten. Nein, immer wird alles nachts entschieden. Ja. Ich meine, wer von uns ist nachts schon noch so klar im Kopf, dass man solche wichtigen Entscheidungen... Aber deswegen wird es ja nachts entschieden. Wahrscheinlich. Und deswegen würde ich würde immer sagen, hört mal, Freunde, es ist jetzt 10. Wir gehen jetzt nach Hause, schlafen mal drüber und morgen früh, nach einem ordentlichen Frühstück, machen wir weiter. Insofern wäre ich nicht bereit, zum Beispiel dieser Zeitkompression, die da ständig stattfindet, nachzugehen. Und ich bewundere alle, die noch jetzt irgendwie versuchen, den Laden zusammenzuhalten. Ich denke, wenn man der Finanzbranche nicht erheblich mehr die Bandagen anzieht, dann werden wir keine Chance haben, das überhaupt dieses Tier zu bändigen. Ja. Und mit 0,0 Promille oder 0,01 Promille an Transaktionssteuer wird man diese Ausschläge nicht beruhigen. Aber kriegen das wird wir so, das man noch braucht hin? Einen Beta-Blocker. Ja. Ich habe gelesen, dass Ihr Lieblingsphilosoph der Kant ist. Und einer. Einer, der, und der guter für Mann. Den war ja guter Mann. Ganz für den war ja die Vernunft sehr wichtig. Ja. Und für Sie ja auch. Ja. Und wenn Sie jetzt in diese Dreckswelt reinschauen, und wir sind so weit weg von der Vernunft, sind Sie nicht manchmal am Verzweifeln? Also schauen Sie jetzt, nehmen wir mal dieses Palmöl, da werden die Wälder abgeholzt, damit wir hier Biosprit haben. Oder, also es ist ja überhaupt kein Problem. Wir haben das Problem, dass Sie die Probleme nicht erkennen. Also es ändert sich nichts. Ja, und da müssten Sie doch als vernunftbegabter und orientierter Mensch gerade jeden Tag 10-mal die Wand eintreten. Und was hülfe das? Was hülfe das? Erstmal wird es niemanden interessieren, wenn ich die Wand eintrete. Nee, und die Wand wäre danach auch noch kaputt. Möglicherweise schädige ich noch jemanden. Ja, ich meinte jetzt geistig die Wand eintreten. Ja gut, also geistige Wände versuche ich ja immer einzutreten.
Es hilft ja nichts. Es gibt zum Optimismus keine wirkliche Alternative. Also da immer nur rumzunörgeln, den Nörgelparameter hochzuhalten. Hat der Popper schon gesagt. Der Karl. Optimismus ist Pflicht, hat der Karl Popper gesagt. Optimismus ist Pflicht und da bin ich völlig auf aber er meinte jetzt nicht positiv denken, nicht schönreden. Nein. Nicht so blödsprüchlich von welchen, wer weiß, wofür es gut ist. Das ist nicht gemeint. Nee, sondern wirklich zu versuchen, aus dem, was da ist, nicht nur das Beste zu machen, sondern vor allen Dingen das Richtige zu tun. Wer tut denn für Sie momentan das Beste? Ja, gibt's, oh, jetzt trinkt er freiwillig. Gibt es überhaupt noch das Beste oder gibt es nur das vielleicht am wenigsten Schlechteste? Gut, nächste Frage. Nee. Meine Güte, ich brauche ein bisschen Platz. Ich kann Ihnen vielleicht ein paar Erdbeeren, können wir doch mal rein. So. Hätte man gleich machen sollen. Also ja. Schon, sieht die Welt ganz anders aus. Mit einer Erdbeere und dann noch mit dieser, was war das eben für eine Bohne? Diese Bohne? Die Clara. Sowas vielleicht. Die hat gesagt, irgendwer kauen und dann da ist man gut drauf. Ja, genau. Ach so. Ja. Wow. Weil man kann ja auch, genau, da kann man ein bisschen rühren. Da, die Bohne. Man kann noch ein bisschen rühren und dann kann man gucken, dass man sich einfach auch in den richtigen Zustand hineindringt. Also diesen Zustand der völligen Absichtslosigkeit. Ja. Man stelle sich mal vor, wir nehmen alle sowas zu uns und es wird, sagen wir mal, ein Tag lang an keiner Börse dieser Welt gehandelt. Beziehungsweise es werden alle Gewinne, die da gemacht werden, die werden in irgendeinen Topf hineingezogen und da schenken wir jeden Tag den Gewinn der Weltbörse irgendeinem Land. Denn offenbar machen die ja so wahnsinnig viel Gewinn. Und dann wären wir aus dem Schlimmsten raus. Also. Was Sie für Ideen haben, wenn Sie mal ein wenig Kiffbohle... Ja, wenn ich mal so richtig getrunken habe. Also hier, cheers. Das ist mein Vergnügen. Also, ich bin ja hierher gekommen und war darauf vorbereitet auf überlichtschnelle Neutrinos. Haben die jetzt das Higgs-Teilchen beim Dings gefunden, beim Bumm? Wie heißt das Ding? Weiß ich nicht. Das heißt, oder dunkle Materie, dunkle Energie, die Außerirdischen und wie das mit, oder, und wir reden über, die ganze Zeit über die Erde und das Irdische, finde ich schön. Wir reden über das Wesentliche. Wir reden über das Relevante. Das es gibt Relevant. Das Interessante und das Relevante. Aha. Ja. Ah ja, es gibt das Interessante und das Relevante. Ja, nicht immer ist das Interessante relevant, häufig ist es nur interessant. Das heißt, was die Frau Ludowig macht, ist... Interessant. Interessant. Es muss ja auch nicht alles relevant sein. Um Gottes Willen, das wäre eine Katastrophe. Wenn alles relevant wäre, würden wir verrückt werden. Aber total verrückt. Deswegen, also wir schauen uns ja offenbar gerne diese, wie heißen die, Prominenten an. Weil die sind ja eigentlich solche wie uns, also wie wir, Kohlenstoffeinheiten mit Wasser und biochemischem Überbau. Aber das scheinen ja irgendwie besondere Leute zu sein. Dann ergötzen wir uns an ihrem Sein, sagen wir mal ganz, bin ich jetzt mal ganz vorsichtig, und freuen uns, wenn es denen vielleicht auch nicht so gut an geht. Ihrem weil sinnfreien uns, Sein. An ihrem möglicherweise sinnfreien Sein, aber es ist Sein, auch wenn es sinnfrei ist. Ja. Es ist nicht sinnlos, es ist nur sinnfrei. Ja. Und und ich fände es zum Beispiel schön, also über den Sinn eines Prominenten in einen Dirndl mal an der Börse. Wäre schön, wenn also zum Beispiel eine prominente Person abends in einem Dirndl vor dem DAX stünde, um dort den Ding-Bong. Wie heißt der in Hongkong? Der Bing? Da gibt es doch so einen Index. Nikkei. Nikkei. Nikkei, ja. Das Nikkei? Ist das nicht... Hang Seng. Sehen Sie, Leute sind nämlich alle vergiftet. Wir kriegen nämlich alle Viertelstunde über Radio oder sowas. Kriegen wir ständig. Und das Irre ist ja, wenn man wirklich was erfährt, das, was an der Börse passiert, ist ja schon zu spät. Denn die, die das Ganze anrichten an der Börse, die sind so schnell, da haben wir noch nicht mal geschluckt, da haben die schon wieder 2 Milliarden realisiert. Und wissen Sie, wie viele Menschen in Deutschland überhaupt Aktien besitzen, Einzelaktien? Was schätzen Sie? 1%, 2%? Es sind maximal 4 bis 5 Millionen. Ja. Und wegen denen müssen wir uns jeden Tag im Scheißdreck vom DAX erzählen lassen. Jeden Tag, genau. Das ist doch kacke. Oder, das ist jemand besser. Frage, ist ein jemand da von der Bank? Sind Sie Banker aus der Branche? Ne? Warum schauen Sie dann so aus? ist jemand da, der die Zahl besser weiß? Jemand da? Niemand. Banker da. Man wacht morgens auf. Es ist Terror. Der Apparat geht an und schon kriegt man irgendwie erzählt. Ich meine, dabei wäre das ja so schön, wenn man sich das mal anschaut, die Weltkugel. Ja.
Der Japaner, der handelt ja immer vor uns. Warum? Weil bei denen die Sonne schon früher aufgeht. Würden wir jetzt die Datumsgrenze einfach um 12 Stunden vorverschieben, dann wären wir immer vor dem Japaner. Aha. Haben Sie das der Frau Merkel mal vorgeschlagen? Nee. Ja. Schön mit Ihnen zu philosophieren. Mhm. Ja. Reden Sie so mit Ihren Studenten? Wenn wir über Geld reden, natürlich. Ja. Ja. Sind Sie festangestellt oder besteht die Gefahr, dass man Sie irgendwann rausschmeißt? Ich lebe in einem beneidenswerten Zustand. Ich bin bayerischer Beamter. Ja. Oh, ja. Das heißt, da geht nichts. Da können Sie zur Revolution aufrufen. Nein, ich habe auf die Verfassung des Freistaates geschworen und muss natürlich gucken, dass alles... Und ich bin aber Preuße genug, um zu sagen, im Notfall auch gegen den König. Aha. Also, wenn es darauf ankommt...